Hallo, ihr da draußen, zu einem neuen Video von Orgasamic. Ich habe gerade, ja, wie ihr seht, ich habe im letzten Video gesagt, ich mache sauber, das habe ich gemacht. Und wie sieht es wieder aus? Schlachtfeld. Absolutes Schlachtfeld. Ich habe gerade meine Kaninchen nochmal eine kleine Abendfütterung gegeben. Ich habe hier, ach, ich weiß jetzt nicht mehr, von wem diese Idee war. Auch einer meiner Abonnentinnen, sorry, ich habe den Namen vergessen, die hat gesagt, so eine Heu, verschiedene Heuraufe gezeigt in einem ihrer Videos. Da war auch diese hier dabei, wo ich eh schon hatte, und hat gesagt, so ein Jutebeutel, also beziehungsweise Baumwollbeutel, soll ich so Löcher reinschneiden, das habe ich gemacht. Da sind sie jetzt aber auch schon dran gegangen. Unten sind auch noch Löcher drin. Und ja, hier zum Beispiel ist auch noch ein Loch. Das sieht man jetzt hier auch, dass schon etwas am Boden liegt. Da gehen sie auch dran. Ja. So. Käfig ist vorbereitet für morgen, für den Kali. Wenn der morgen Abend nach der OP wieder zurückkommt, nach der Kastration, ich hatte ja im letzten Video gesagt, dass er morgen fällig ist, bin ich mal gespannt. So, ich habe dann, ja, sieht wieder so aus, Wahnsinn. Die Hanfmatten werde ich nächstes Mal definitiv auswechseln, komplett. Ich habe jetzt auch einen Tunnel gekauft für zum Durchschlupfen und nochmal ein, zwei andere Sachen, zwei neue oder ein neues Teil gekauft für die, da wo ich dann komplett um dekoriert, das werde ich dann am Montag, am Dienstag mache, beziehungsweise Mittwoch, wenn ich frei habe. Und die beiden, beziehungsweise der Kali, dem, wenn es ihm dann besser geht, was ich ja hoffe. Ich habe denen ein bisschen so Leckerlis reingelegt. Nochmal, also. Oh, jetzt wackelt. Handy wackelt. Hier. Diese Leckerlis. Das sieht so schlecht. Das war so eine Art Fischform. Das haben sie gleich runter gemacht. Hier, guck mal. Da. Schau mal. Und hier habe ich dann ihr Haferflocken. Das fressen sie sehr gerne. Dann stell dich straff. Danke. Dann hier sieht man nochmal die grüne und rote Leckerlis. Und ihr Hauptfutter nochmal ein bisschen reingemacht. Da ist alles Mögliche drin. Das ist jetzt ihre Abendfütterung und hinter mir hops wieder der Floppy rum. Ein Eumel. Und vorhin, ich habe vergessen, mein Handy mitzunehmen. Floppy, bleibt da weg. Die Tür ist offen, du bleibst da weg. Beide mir aus der Hand gefressen, die Leckerlis. Auch das Nienchen hat sich getraut, hat mich sehr drüber gefreut, meine süße Maus. Könnt ihr mal jetzt mal aufhören, die Hase hier zu nerven? Und hier mein super Baumstamm Napf, den finde ich so klasse. Da kommt ja immer das die Trockenkräuter rein. Da habe ich jetzt nochmal, komischerweise, die fressen sie gar nicht gern hier. Die Blüte, die muss ich dann jedes Mal regelmäßig wegschmeißen. Oh, das macht ja nichts, sind ja nicht viel in der Packung. Das sind so Kirschbaumblätter und Löwenzahn ist dabei, Löwenzahnwurzeln. Hier richtige Ästle. Das fressen sie auch sehr gerne. Irgendwo habe ich eine Löwenzahnwurzel gefunden. Vielleicht haben sie die schon weggeschlabbert. Und dann siehst du so Hölzle drin dabei. Da gehen sie auch gern ran hier. Ja. Und dann, mein lieber Kali, heute Abend, das ist deine Hängersmahlzeit. Morgen Abend bist du fällig. Naja, das wird schon werden. Ich habe gute Kliniken in der Gegend, die da auch spezialisiert sind drauf auf Kleintiere oder, also wie gesagt, kleiner, also Nager. Und dann hoffe ich doch mal, das war jetzt der Floppy wieder, so ein Dödel. Ich frage die dann auch morgen mal, ob die auch Hamster nehmen zur Untersuchung oder wenn mal was ist für mein kleiner Mister Namenlos. Ich habe vorhin ein bisschen hin und her geschrieben mit auch einer Abonnentin,
Ich sage, Mensch, hast du keinen Namen für meinen Süßen? Er sagt, nein, da ist sie so total da mit Name aussuchen, da hat sie überhaupt kein Faible für. Und ja, vielleicht schreibt mir doch mal noch jemand was rein für meinen kleinen Hamster. Hört ihr jetzt mal auf dahinter? Furchtbar, da drüber ist noch ein bisschen Chaos, wie man das sieht. Muss ich auch noch aufräumen. Hey, aus jetzt. Geh raus, Schluppi. So, das war's. Von meiner Seite, ja, jetzt sind sie verschwunden, weil ihr natürlich wieder so einen Dödelscheiß macht hier. Furchtbar. Aber die kommen gleich wieder raus und schnabulieren weiter. Okay, dann Stellchen ist gerichtet, frisch eingestreut, dass der morgen sauber hat. Wenn ich den zurückbringe, ich hoffe, es klappt alles. Drückt mir die Däumchen, ich gebe euch dann Bescheid, wie es war und ob es geklappt hat. Aller Schnippschnapp. Der kleine Mann, naja, dann passiert wenigstens nichts und ich kann die zwei ohne Gewissensbisse zusammensetzen, dass es keinen Nachwuchs gibt. Da ist er wieder. Hi, Kali, mein Süßer. Also, macht's gut. Bis dann. Tschüss. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Sorry, jetzt habe ich einen Zungenbrecher gehabt. Bis dann. Tschüss. Adi.